Leute, willkommen zurück zu einem Part von Legend of Zelda Princess. Wir haben letztes Mal alles geholt, ihr seht, ich habe den Bossschlüssel jetzt. Und jetzt werden wir uns zum Boss begeben. Und gucken, dass wir den schaffen, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er geht. Ich habe leider keine Ahnung, ja. Vielleicht schaffe ich ihn, ja. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich sollte mir jetzt keine Herzen jetzt verlieren. Okay. Du. Gut. So. Seid eigentlich da? Ich werde Minder dann fragen, mein Boss, was ich tun muss. Ich hoffe, sie hilft mir. So, ein Tür mit einem großen Schuss, irgendwo ein Fuß des Schusses nicht passen. Ja, das weiß ich. Das ist mir klar. So, jetzt hier noch durch und möglichst keine Herzen verlieren. Was? Nein! Das war natürlich wieder brillant! Gut, ist auf der anderen Seite. Warum? Ich drücke wie wieder auf den Stein und stellt sich einfach mal nicht davor, ja, weil er behindert ist. Ich hoffe, dass ich hier Herzen drin sind. Natürlich nicht. Wäre zu viel verlangt gewesen, ja. So. Okay. Warum haben wir vorhin dieses Wasser gezeigt? Das würde mich mal interessieren. Warum haben wir vorhin das gezeigt? Das wurde mir vorhin gezeigt, dieses Wasser, ja. Aber warum? Hat doch keinen Sinn. So. Also wir müssen eingehen. Eingehen ist hier unten. Das wollte ich loslassen. Das war gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Link nicht tauchen. Hoch! Diese müssten zwei Spinnen sein. Oder auch nicht. Oder die gehen wir es an. Ich weiß leider nicht, was ich tun muss. Herzen. Wunderbar. Und eine Fee. Ich habe eine Fee. Rüste aus, Fanghaken und Stiefel, okay, wie viel Zeit noch? 14, 11, nee, 11, 20, oder gehen wir es an? Gott, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Nee, im Wasser auch noch, bitte nicht! Nein, ich muss im Wasser kämpfen! Ach du Heiliger! Das kann was... Oder ist was? Nein, nein, nein! Nein, ich sehe was! Ist was! Leute, scheiße, ich hab Angst. Scheiße, Leute, nein! Ich hab doch, ich muss bestimmt hinlaufen, oder? Draufhauen. Nein, oder jetzt. Ja, genau!
Ja, ich weiß schon. Draufziehen, den Ding rausholen und dann draufhauen. Das wird es sein. Ach du Heiliger, nein. Was ist das? Es ist ein Oktopus. Es ist böse. Unterfisch Octopesco. Ach du Heiliger. Weg, weg, weg. Ich muss ein bisschen näher. Ich glaube, sein Auge ist besonders wichtig. Wenn es sich in den Fühlern bewegt, befindet ihn L an, reißt es heraus. Aber wenn, wenn du ihm zu nahe kommst, macht er dich fertig. Achte auf ausreichend Abstand. Ja, mit seinem Namen sehen wir, dass ich nimmt, hey, so ein Scheißdreck. Verdammter Wichser. Du behindert. Wie soll ich es denn treffen? Sobald ich es anvisiere... Nein! Nein! Boah! Lass mich los! Das sieht mir wie viel ab? Wie viel hat er mir abgezogen? Das ist ein Witz! Ist es tot? Nee, das kann nicht sein, oder? Das wäre zu einfach gewesen. Nein! 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 Oh nein! Ach du Heiliger, nein! Heiliger. Wie soll ich das denn, wie soll ich das denn erwischen? Leute, ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss.
Ja? Hast du seinen Rücken gesehen? Da ist genau so ein Auge wie eben. Mach es genau wie vorhin. Nimm es mit einem Visier und zieh dich an das Auge ran und schlage dann mit dem Schwert zu. Okay. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich treffe es nicht, wie soll ich da denn hinkommen? Okay, Leute, ich weiß, ich hab's jetzt verstanden. Wo ist er? Das ist doch scheiße, Leute, oder? Das ist doch richtig behindert. Nein, ich muss... Ich war noch! Leute, ich zieh dir, wie viel der mir abzieht. Stirb doch bitte endlich! Er ist tot. Ich habe damit geschafft, oder? Bitte sei tot, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Bist du tot? Bitte sei tot, bitte. Bitte sei tot. Ja! Er ist tot. Er ist tot. Ist er tot? Er ist tot. Gott, ich hab's geschafft. Leute, ich muss sagen, das war gar nicht so schwer. Also ich fand das jetzt, ich habe zwar Angst gehabt am Anfang, es war aber nicht allzu schwer, ja. Okay, da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja.
Jetzt schau mich nicht so an. Ich brauche ihn nun einmal. Okay, Teil ist vorbei und wir machen das in der Welt fertig. Dabei werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreichs aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich die bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Ich habe gerade einen Ton für Leute. Ich habe keinen Ton. Moment. Also gut, gehen wir. Ja, aber erst nehmen wir das hier. Ja, dann also, das ist wieder Schild. Ja, nein, komm. Willst du bitte weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Und wir machen jetzt ein bisschen weiter, ja. Speichern, ja. Ja. Gut. Dann sind wir hier bei diesem komischen Lichtgeist. Was hat er gemacht? Wer ist das? Wer ist das? Zazanto! Nein! Dass du es wagst, dich mir mit so einer altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mitten auf der törichte Aufrührerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein? Dass ich nicht lache. Und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Ach so, also dieser Typ ist quasi der König des Schattenreiches. Alles klar. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überrascht mich. Leute, wenn ihr das so ein bisschen komisch hört, als würde ich, das ist mein Kaugummi, ja, also nicht denken, wenn ihr irgendwas komisches hört. Sicher im Spiel, ich habe einen Kaugummi im Mund, das ist nicht. Meine Magie, mit der ich das Schattenreich beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Nein, ich bin jetzt böse, oder was? Sag, Midna, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts. Eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die Licht der Welt und das Schattenreich 1. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt.
bist du? Was ich tue, geschieht nur zum Wohl unseres Volkes. Deshalb leihe auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die Lichterwelt, nach der du dich so sehr sehnst. Okay. Hyrule? Toll, jetzt haben wir drei die Kristalle geholt. Und jetzt sind sie weg, oder was? Toll, alles umsonst. Wunderbar. Bastian. Auserwählter. Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Okay. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schattenreich geraubt hat. Okay. Bastian, beeil dich. Du musst zu Zelda. Schnell. Okay. Bin ich überhaupt richtig? Und halt falsch. Ich muss... Genau. Warte, Na gut, wir gehen noch zum Schloss, kurz zum Schloss. Will ich dann beenden? Ja, also, ich gehe jetzt noch zum Schluss. Was machen wir noch? Leute, ich möchte noch so gerne weitermachen. Jetzt bin ich voll Bock. Aber es ist jetzt 10:30 abends und ich muss morgen aufstehen. Morgen ist der Ostermontag, aber ich arbeite im Altenheim und da gibt es sowas wie Feiertag nicht. Ja. An Leute wie Schreiner oder Metaller oder Bäcker oder was sonst so gibt, sind sich alle frei. Aber ich natürlich nicht.
Aber Leute, ein Part mache ich noch, ja? Ein Part mache ich noch. Hallenstadt West. Ich hasse Regen, aber drin habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute Nacht noch irgendwas passiert. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, tut mir nichts, ich tue euch auch nichts. Ich bin lieb. Hallstattzentrum. Also hier geht's zum Schloss, Leute. Ich würde sagen, bevor wir zum Schloss gehen, mal einen kleinen Schnitt. Also, bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Müsst ihr sich immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.